Wie Sie ja alle wissen, soll das Krankenhaus Springe am kleinen Deister geschlossen werden, angeblich weil es nicht mehr tragbar ist. Das bedeutet kein Krankenhaus mehr vor Ort, das nächste ist in großer Entfernung. Die Versorgung damit nicht mehr garantiert. Wir möchten von Ihnen wissen, sollte Hauke Jagau, Regions Präsident und im Aufsichtsrat der KLH als Konsequenz seinen Hut nehmen. Die Adresse zur Umfrage www.der-reale-irsen.de